wunderschönen guten Abend. So, Freunde, wir haben am Sonntag eine neue Info-Folge gehabt von Icon. Und zwar zu Icon 6 und so weiter. Und leider wurde ich, eigentlich echt ein geiler Zufall, weil ich wurde tot gespoilert. Wir haben nämlich erst Rap LaRue geguckt, dann haben wir Newcomer gemacht. Und dann wollte ich das gucken. Und währenddessen kamen nur Leute rein und haben mich tot gespoilert. Und da hatte ich keinen Bock mehr da reinzugucken. So. Ja. Aber dann habe ich mir halt nach dem Stream gedacht, okay, guck mal, ich gehe jetzt vielleicht nicht nochmal so alleine da rein, aber ich kann ja mit dir da reingehen. So, und zack, jetzt sind wir hier so und gehen da rein. Alles, was ich weiß, ist, dass definitiv ein Song von dir dabei ist. Oder ne? Hat das was mit dem zu tun, was du in letzter Zeit schon mir öfter mal so als Previews gezeigt hast? Ja, ich glaube, das war letztes Stream, hatte ich noch. Ich glaube, du warst sogar hier, ne? Hier davon. Im Keller. Ja. Alter, ja. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das, die haben, glaube ich, den Titel geändert. Ich habe jetzt letztens aus gut Glück, habe ich gesehen, bei dieser Bewerbung, guck mal, bei Icon 4 war, glaube ich, 400 bis 600. 400 bis 600, okay. Ich glaube, bei IK 5 ging das dann schon so an die 1000. Das habe ich auch, glaube ich, irgendwas gehört, ne? Jetzt sind schon 3000 Bewerbungen da. 3000? Ich weiß auch gar nicht, wo die alle herkommen. Alter! Ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Ey, aber stell dir mal bitte vor, du musst 3000 Songs hören, um auszusortieren. Ja. Alter, das ist Hölle. 3000. Und zwar das Thema Shabab. Inspiriert euch zwar, aber seid euer eigener Künstler. Oh, wichtig, also, wichtig. Von den Staffeln bitte. Von 4, 5 mit in die bitte. 6. Staffel. Darüber haben wir auch vorhin kurz geredet. Ne? Ja. Bitte nicht so viel Afro-Trap. Bitte nicht wieder Paketas und Mavi und Majoli. Und ich glaube zwar, dass wir, wie gesagt, ein paar haben werden, die in die Richtung gehen. Mhm. So, das gehört dazu. Das ist ja auch cool, finde ich. Aber Hauptsache, es wird nicht so übersättigt, das gefühlt. Ich sag mal, 90% der Leute halt genau in die Richtung gehen müssen. Ja, oder vielleicht mit einem eigenen Slang oder irgendwas rein wenigstens, weißt du? Ja. Wo du mal sagst, okay, das hat was Uniques, wenn er auf diesen Beat kommt. Ja. Hauptsache was Eigenes haben, glaube ich. Mit, eine neue Stimme, weißt du, eine neue Stimme auf so einem Beat. Ja. Wo man weiß, boah, die hat man auch gar nicht so in so einer Schiene gesehen. Sehe ich auch so, ja. Das wäre geil. Seid euer eigener Künstler, den ihr repräsentieren wollt. Mit anderen Worten, wir suchen was Frisches und Neues. Leute, bevor wir jetzt weitermachen und richtig in die Materie von Icon 6 eintauchen, dachte ich, es wäre nochmal super interessant, eine ganz besondere Person und eine Legende von Icon 4 einzuladen. Okay. Diese Person hat uns alle lyrisch überzeugt und absolut sprachlos gemacht. Und zwar der Gewinner von Icon 4. Begrüßt mit mir zusammen San Andreas. Ich liebe diese Ankündigung, geil. Ne? Das ist aber geil. Ich freue mich richtig, ohne Scheiß. Wir haben, wie gesagt, wir haben ja seit dem Album eigentlich, das du gedroppt hattest, haben wir eigentlich Kontakt, ne? Mehr oder weniger. Ja. Ich habe ja deine Icon-Sachen gar nicht wirklich mitverfolgt. Das war ja eigentlich vor mir, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen machen wir das ja jetzt auch, dass wir Icon 4 nochmal nachholen. Und ich freue mich extrem, dass du dich da nochmal zeigen darfst. Ja, deswegen. Ich habe mich auch sehr gefreut. Wir haben telefoniert. Ich hab da halt jetzt einen Song vorbereiten, dann kann man ein bisschen Kontakt. Ich dachte, ja komm, Alter, besser geht's nicht, schau ich ihn direkt absolut, da einmal rein. Absolut. So, ne? Deswegen mit Mate ist ja alles, komm ich jetzt bei Cashmo bin oder da. Es hat halt seine Gründe, warum ich bei Cashmo bin, aber jetzt nicht die Gründe, dass man sich hassen muss. Oder, nee, absolut nicht. Das nein. War halt alles am Zahn der Zeit und von der Entwicklung. Ja, deswegen, voll. Ne? Alles sehr familiär immer noch. Ja, ich will nochmal diesen... So TV-Total-mäßig, das erinnert mich wieder... Nein, so wie bei Street Fighter oder so, weißt du, wenn du jemanden auswählst, so for Round 1, San Andreas. Der Gewinner von Icon 4 begrüßt mit mir zusammen San Andreas. Ich dachte, für uns alle wäre es interessant, nochmal zu sehen, was der Gewinner von der letzten Staffel von Icon 4 zu der jetzigen Staffel von Icon 5 zu sagen hat. Also ich muss sagen, ab Knast war schon was intensiver. Da war so der ein oder andere Song, auch der ein oder andere Hit. Ist ja auch schön und gut. So. Und ja, auch die Top 5. Ne? Am Ende des Tages sei es jedem gegönnt. Für mich im Verlauf vom Turnier gab es natürlich Momente, wo ich sage, so, boah, ey, da hätte ich, hat die Jury mich überrascht. So, da habe ich gedacht, boah, die werden niemals so entscheiden. Die sind ganz anders jetzt. Aber dann waren wir auf einen Nenner, so, weil dann der Fokus eher auf Rap lag. Aber dieses ganze Haus-Maus-Ding dann so nach hinten geschoben wurde. Da habe ich gedacht, boah, geil, Alter, wir sind auf einen Nenner. Die haben sich alle so, auch so ein BZL Emre so, oder auch so Xandro, boah, der hat seine Meinung weiter vertreten. Rap ist Bruder, so eher das, in die ich Höhe. Ich finde das gerade so geil, weil ich habe irgendwie das Gefühl gerade gehabt, dass die eigentlich wollen, dass du die
irgendwie komplett lobst und irgendwie du bist so, du bist kritisch. Man merkt das, du bist kritisch. Einfach ehrlich, nicht respektlos, sonst was oder so. Sondern einfach, du bist kritisch auf jeden Fall. Okay, ja. Ganz hab ich gedacht, boah, super, Alter, die verstehen mich so. Hm? Als ich gegen Ende geguckt habe, ist dann irgendwie ein bisschen abgeschwappt. So, ne? Also ich muss sagen, irgendwie kam dann da eher der Fokus wieder auf die melodische Sache so und Rap ist dann wieder im Hintergrund. Aber ich dachte, es hat so super angefangen. So. Oh, das wollten sie nicht hören, ne? Das wollten sie nicht. Aber ich finde es auch nicht schlimm, dass du das sagst. Ich wollte gerade sagen, ne? Ich meine, die hatten es ja in der Hand. Die hätten ja auch ein Infinite, ne? Oder so, hätten sie ja. Aber haben sich halt dagegen entschieden und das war ja deren Entscheidung. Deswegen, ich habe ja gesagt, es gab Entscheidungen wie gegen Anfang, wo ich sagte, boah, krass, Alter, hätte ich nicht gedacht, dass wir auf einen Nenner sind. Und dann halt wieder gegen Ende. Ja. Vielleicht war das auch, weil sich das alles so gezogen hat, weil wir im Winter waren. Vielleicht ist das für mich. Haben wir ja drüber geredet. Boah, das Finale hat sich generell so hart gezogen. Von den Mann. Songs her und. Ja. Das sind brutale Songs, aber ich weiß nicht, ob man einfach so überhäuft wurde. Weißt du? Man wurde überhäuft, ja. Man wurde komplett übersättigt, muss man auch sagen, mit gewissen Genres, die sich einfach durchgezogen haben. Ja. So. Und das ist klar, ja, ja. Da fliegen Künstler, wo ich gesagt habe, ja, Mann, den hätte ich auch rausgeworfen. Und dann kommen da aber Künstler dann weiter an dem Punkt, wo ich sage, ey, warum fliegt der jetzt so? Ey, das ist mein Favorite. So. Ein sehr gutes Beispiel ist halt so Infinite. So, da sind wir halt getrennt. Wollen wir alle weinen, Alter? Wo sind die Taschentücher, Leute? Holt sie raus. Boah, das war echt traurig. Das Beispiel Mann. Ab ist halt so Infinite. So, da sind wir halt getrennte Meinung. Was soll ich euch sagen? So, ich hätte ihn auf jeden Fall weitergelassen. Ne? Auch ein Kenner, ey, ich bin ein großer Sympathisant von ihm. Ich liebe ihn und wir haben auch vor kurzem noch telefoniert. Wir sind cool miteinander. Aber in dem Moment hätte ich halt einfach ein Infinite auch weitergesehen. Woran es ganz einfach liegt, wir fokussieren uns einfach inzwischen darauf, Gesamtpakete zu suchen und zu finden. Und einfach zu gucken, aus wem könnte ein Star werden, beziehungsweise wer ist bereits ein Star, aber weiß es noch nicht. Richtig. Zu diesem Standpunkt. Und heutzutage ist Rappen und die Lyrik nicht nur noch das Einzige, was bleibt. Da ist ja auch viel mehr, was zu dem Gesamtpaket auch noch dazu ergänzt und zählt. Ein Gesamtpaket ist viel mehr als heutzutage nur die Reime und die Lyrik. Und das macht alles Sinn, aber ich glaube, die Kritik an der Stelle, wenn ich dich richtig verstehe, San Andreas, kommt einfach daher, dass ein Infinite zum Beispiel vors Mikrofon steppt, rappt seine Seele, bringt ein lyrisches Bombe und dann kommt jemand anders, der vielleicht gar nicht auf diese Lyrik achtet, singt ein bisschen was ins Mikrofon, wird weitergelassen. Aber ich finde es gerade cool, dass er die Kritik versteht. Ne? Er sagt jetzt nicht, nein, ist nicht so, auf gar keinen Fall oder sonst was, sondern der versteht ja schon, was du meinst. Ja, deswegen, ne? ich habe es ja auch mit einem guten Ton. Voll. Da ist jetzt auch nicht nur ein Schwung. Aber sind wir mal ehrlich, das ist aber auch eine Kritik, sagen wir mal, das ist ja nichts Neues. Das ist ja nicht deine Kritik, sondern das hat sich ja durchgezogen. Ich habe ja auf TikTok, ich habe ja überall immer geguckt und die Leute haben sich genau darüber ja eigentlich auch oft beschwert. Ja. Oh, schon wieder, oder bei Rap LaRue ist es jetzt zum Beispiel der Haaland, weißt du? Deswegen für mich ist es ja, ich bin ja am Ende des Tages auch nur so, würde ich mal behaupten, ein MC, der einfach so damit groß geworden ist, sich lyrisch zu beweisen und textlich, und Icon 4 war ja auch noch sehr Rap-dominiert, so, dass ich vielleicht deswegen denke, so ey. Sagen wir mal so, ey, ich weiß genau, was du meinst. Guck mal, in deiner Entwicklung von Icon 4 jetzt bis, ich sag mal, Icon 6 oder so, das ist innerhalb von einer Staffel oder zwei Staffeln ungefähr so, wie für die richtigen Hip-Hop-Heads, die aus den 2000ern oder noch davor kommen und jetzt heute Rap hören. Ja. Die haben das innerhalb von 25 Jahren, diese Entwicklung mussten die mitmachen. Und du musstest das jetzt innerhalb von einer Staffel durchmachen. Ja. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht nochmal so, das ging halt relativ schnell, glaube ich. Das ne? ist das. Ja, ja. Ich glaube, das ist der Knackpunkt der Kritik, oder? Ja, klar. Dani, dementsprechend, was ich dazu sagen kann, ist, ich glaube, egal welche Sprache der Künstler spricht oder seine Kunst rüberbringt, wenn er die gut rüberbringt, ob jetzt gesangtechnisch oder raptechnisch, ich meine, der hat sich durchgesetzt damit. Blieb in dem Eis im Ohr von den Konsumenten. Es war für mich, also ich denke, wir haben schon richtige Entscheidungen getroffen. Es gibt ja auch das Sprichwort, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Und vor allem jetzt in der heutigen Generation mit TikTok und so weiter, ist es halt nicht nur, wie krass du lyrisch bist und was für eine Message du rüberbringst. Das war aber auch schon eine Sache, die in Rap eigentlich schon immer so war. Ne? Ja. Die Leute, die wirkliche Lyriker waren und so weiter, das sind keine Weltstars. So, vielleicht kannst du ein Eminem mal dazu zählen oder sowas, ne? Aber sonst, sind wir mal ehrlich, ein Nas oder sonst was, so, die kennen ja die meisten heutzutage auch nicht mehr und so. Ja, oder im deutschsprachigen Raum hat ein Kollege mal so seine Hype-Phase gehabt, alles auseinandergenommen hat. Ja, aber diese Zeiten sind ja auch wie lange vorbei. Alter, ich war schockiert, ich guck so auf Spotify und dann hat der so gerade mal so die Millionen Monate. Kolle oder was? Ja, ja. Ja, aber der hat ja auch ewig nichts rausgebracht. Das auch, aber dann denke ich mir trotzdem so, der hat ob schon voll die Banger, die trotzdem noch durch. Weißt ja, ich weiß, was du meinst. Minimum 3 Millionen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch generell das Gefühl, so, dass Deutschrap auch so ein bisschen
wieder mehr in den Underground, beziehungsweise, wie soll ich sagen, es wird gehasst vom Mainstream wieder. Also Rap ist wieder an dem Punkt, dass es eigentlich sehr, sehr unbeliebt ist. So, weißt ja, das merke ich und das, auch. Das merkt man, das merkt man. Oh. Und das ist dann ist es auch, glaube ich, relativ normal, dass sich gerade solche Sachen weiterentwickeln und dass es halt mehr Richtung Pop oder sonst was geht. Ne? Ja. Also ich glaube schon. Ne? Ja. Im Song, sondern da gehört viel mehr zu. Du musst ein Trendsetter sein. Weißt du, die Leute sollen dich als Vorbild sehen. Und wenn du beispielsweise bei einem Bobby Van Damme, bei Icon 4 haben wir es gesehen, er hat einmal gesagt, Powerade rückwärts trinken und es ging durch TikTok die gefühlt. Ganze Zeit. Ja. Weißt du, sowas ist ein Trendsetter. Ja. Beispielsweise ein Shabab ist auch ein Trendsetter und für mich auch ein Star vom Gesamtauftritt her, weißt du, er ist ein Gesamtpaket. Ob optisch oder auch musikalisch, melodisch, ist er einfach ein Gesamtpaket und für mich in meinen Augen auch ein Star. Ja. Ich glaube, Rap ist nicht mehr dieses Genre. Also früher war ja Rap ein Genre und du hast wirklich nur straight Rap gehört und straight auch Rap-Hooks. Jetzt heutzutage kannst du, soweit ich es verstehe, sagt er so, ja, du kannst gar nicht mehr spezialisieren. So. Was ist überhaupt das ein war Genre? Schon, das auf war Reggaeton auch, wird das gerappt? Das war auch schon immer so. Ne? Guck dir doch mal einen Snoop Dogg oder sonst was an, die mit Heidi Klum oder mit wem hat der nochmal Songs gemacht? David Guetta. Und ja. Der diese ganze Zeit mit David Guetta alleine schon. Nicki Minaj und weiß ich nicht was. So. Da hat sich doch in den 2000ern auch schon, sag ich mal, parallel sowas aufgebaut, wo Rap im Mainstream mehr als Stil noch mit reingenommen wurde, aber es war trotzdem Mainstream-tauglich. Ja. Ne? Also selbst das, ne, das war schon immer so. Musik ist immer so ein Wandel. Wie es auch wieder einen deutschsprachigen Raum so ein Savage nochmal irgendwie schafft, so mit AMG und voll. Das finde ich schon immer, immer so perfekter Handshake zwischen Mainstream und Rap. Voll. Ja, der macht das immer wieder, so, genau. Sido, der hat seine Rap-Songs, aber Handshake. Trotzdem, voll. Legenden, Alter. So, es gibt Künstler, die können halt beides und die droppen auch beides in diese Richtung und sind damit erfolgreich. Ja. Und es gibt halt Künstler, die halt nur, ich sag mal, in die eine Richtung können und dann wird sich halt irgendwann, sag ich mal, das Ganze irgendwie... Das trennen. Ne? Oder wird gesungen. Mhm. Weißt du, also das ist keine spezifische Genre mehr. Das ist das, was ich jetzt gerade verstehe. Ja. Eine letzte Frage hätte ich noch. Ja. Die Rapper, die diese... Das ist eine sexy Locke, die da runterhängen. Alle fallen schon zu Berge. Ja, dabei waren. Würdest du sagen, dass die an der Seite besser waren als bei Icon 4 oder gäbe es auch Rapper bei Icon 5, wo du sagst, boah, nee, das war absolut nicht meins? Also vorab natürlich, ne, da war bestimmt der ein oder andere Rapper, wo ich sage, schade, dass er auch nicht in unserer Staffel gewesen ist, da wäre bestimmt was Cooles zusammen entstanden. Und dann gibst du den einen oder anderen Rapper, wo ich eher denke, so, ist das ein Rapper oder probiert das einfach nur ein Entertainer zu sein? So, aber also ist die Fresse größer als das Talent? So, das habe ich mich halt einfach gefragt. Pass auf, Jungs, der San Andreas hat einen unglaublich geisteskranken Song vorbereitet. Ich hatte das Privileg, eben schon einmal kurz reinzuhören, aber ich glaube, ihr werdet absolut geschockt sein, was San Andreas vorbereitet hat. Okay, komm. Ach geil, kommt jetzt schon, oder was? Dieses Ding. Das hier sind 8 Jahre Rap-Geschichte, 8 Jahre Blut und Schweiß, 8 Jahre Dreck gefressen, 8 Jahre purer Neid, 8 Jahre hörte ich die Hälfte meiner Jugendzeit. Es liefe gut oder das hat keine Zukunft, bleibt seit 8 Jahren immer noch die Nummer 1 und knall mir immer noch denselben Tabak in die Lunge rein. Auf jeden Bastard, der gesagt hat, ich würd immer unten sein, piss ich heute in Strahl auf ihren Hurensohn verein, yeah. Hallo Deutschrap, das hier ist ein Gnadenstoß, denn du bist vergiftet mit bunte Pillen und Partyhaus. Ich bin in meiner Blütezeit, also frag dich bitte nicht, was dann mit dir nach diesen 8 Jahren übrig bleibt, denn ich bin back in building. Jetzt kommt der Psychopath und schickt deine Sommerartis zurück in den Winterschlaf. Denn ich kenn die Zeiten, wo Hip-Hop noch nix für Pisser war und in den Charts niemand beachtet hat, wir waren viel zu hart. Dieselben Bitches, die damals mich als ein Spinner sahen, blasen heute gratis in meiner Farbe mit jedem Arsch. Ekelhaft, doch für mich ist die Scheiße schon berechtigt, denn sie bläst bei einem Rapper und kein Hund in deiner Playlist. Kleiner Peach, hör mir zu, ich rap seit Jahren in der oberen Liga und du rappst seit Lampo Diablo oder auch Kokaina, Mona Libo und Appetit. Hol mir all deine kosten Features und dir liegt die Platte. Mutti, ihr kommt nie wieder, ihr Hurensöhne. Bruder, ich will eigentlich nicht pausieren, aber was hast du da mit deiner Stimme gemacht? Das ist immer so schwer bei diesen Songs, wie man einmal so komplett... Ich weiß, eigentlich will ich gar nicht pausieren dabei, ne? Aber der Einstieg, wo die Drums auf einmal reinkamen, ne? Wie gesagt, also ich reagiere jetzt nicht so, als würde ich es das erste Mal hören. Wie gesagt, du hattest mir das ja schon mal Freestyle, sondern A Cappella gerappt. Ja, da war der aber noch nicht komplett. Noch nicht komplett, nein, aber so ein paar, den Anfang so, das ist geistesgestört, man, wirklich. Also. In deiner Playlist, kleiner Peach, hör mir zu, ich rapp seit Jahren in der oberen Liga und du rappst seit Lampo Diablo oder auch Kokaina. Mon ami, bon appetit, hol mir all deine großen Features und dir liegt geplättet am Boden. Mutti, ihr kommt nie wieder, ihr Hurensöhne, keiner wollte mich vorne
sehen. Auch wenn ich mal scheiter, bleib ich weiter der Goat im Game und mach immer weiter. Weiter Richtung den Walk of Fame, denn ich bin kein Rapper, der heute bleibt, aber morgen geht. Denn deutscher Rap ist nur ein Karnevalsverein, wo deine Maskerade reicht und alle achten auf Details, um jemand anderer zu sein. Und all die Massen sind dabei, wenn man mit Plastikware schmeißt, nur bei Tanzballaden vibet. Ich bin ehrlich, deutscher Rap kam nie zu sein, Zenit hat noch nie mit... Junge, was war das für eine... Ich finde diesen Karnevalsvergleich so wild. Was? Ich mein, Plastikware, die Mucke ist Plastik und Leute gehen trotzdem dazu ab, damit die 5 Stunden Zeit haben, Gas zu geben, weißt du? Oh, so, Junge, so, Junge. Jeder trägt eine Maske, jeder ist nicht er selbst, weißt du? Ja, ja, wenn, ja, ja. Weil, Schauspielerei wenn du selbst bist, bist du zu langweilig, bist du zu monoton, aber dann es gibt Leute, die setzen sich so eine Maske drauf und du weißt, ey, das ist der gar nicht. Weil sie versuchen halt so, einfach erfolgreich zu werden. Und bei manchen Menschen siehst du das, es gibt Leute, die sind authentisch, so, die, ja, ja, die ja. Maske von denen, das kennen, das sind die selber, die sind einfach so, weißt du? Ja, 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 ja. Alter, du bist so fake, Alter, hör auf, ich schwöre, ich sehe das. Ich schwöre. Oh, Karneval. Geil, Alter. Reichen alle, achten auf Details, um jemand anderer zu sein. Und all die Massen sind dabei, wenn man mit Plastikware schmeißt. Nur bei Tanzballaden vibet. Ich bin ehrlich, deutscher Rap kam nie zu sein. Zenit hat noch nie mit realen Texten in der Liga mitgespielt. Wo diese Hurensöhne denken, Melodien wären kredibil. Aber keiner wirklich weiß, was sich im Hintergrund abspielt. Also komm mir nicht mit Major Deal. Ich hab alle abgelehnt, blieb bei Mate und hatte dort eine ausverkaufte Platte. Geh niemals zu Krawatten, die versuchen mir meinen Namen zu nehmen. Denn das sind nur Fotzen, die versuchen an meinen Schwanz zu hängen. Mein Handy brennt, weil jeder meint, dass er da ist. Doch war der Hype mal weg, wurde mein Handy zu nah an Darkness. Denn Mate war noch im Aufbau, keine Zeit für Releases. Und parallel war Fokus, war Ike in Five in der Hit, das Wort vergessen. Doch Mate dafür zu hassen, wäre unverschämt. Ganz egal, wie schwer die Zeit, ich scheiß nicht auf mein Fundament. Doch das einst so hellste Licht, was damals auf der Bühne stand, wurde im Hintergrund zertrampelt, bis die letzte Birne brach. Denn hast du als ein Sieger nicht die größte Hürde. Ganz ehrlich, du erklärst damit ja im Endeffekt das, was du am Anfang deiner Promo-Zeit, glaube ich, von deinem Album gesagt hattest. Von wegen, du hast deinen Hype verpennt und bla bla bla. Mhm. Und jetzt erklärst du ja im Endeffekt, warum alles so schwierig war. Genau. Warum das so gedauert hat, bist du, ne? Und so weiter und genau, so fort. Es folgten halt Major Deal nach Major Deal und da und da und dann Rückengespräche und hier und ich musste alles immer ablehnen und absagen und dann gab es Pläne, wo ich hin wollte, was aber dann irgendwie nicht geklappt hat, ist auch nicht schlimm. Und dann stand ich erstmal auf dem Schlauch, so, weil immer noch kein Release, weil je nachdem, wo du unterschreibst, ist es jetzt ein Major, ist es in gewissem Label, musst du ja dich auch als Künstler für die Rolle anpassen und dann wissen, okay, welche Musik mache ich jetzt. Und das konnte ich konnte mich gar nicht auf Musik konzentrieren, weil ich nur überlegen bin, wo geht jetzt die Reise hin? Die Leute schreiben, es muss was kommen. Ich so, ja, ich hab muss so hart sein. Ich bin als 100% Künstler, da, weißt du? Und du wusstest nicht, wohin die Reise geht. Und dann habe ich erstmal gesagt, okay, die ich haben wollte, haben nicht geklappt. Und da die mich haben wollten, die wollte ich nicht. So, jetzt muss ich erstmal zu Hause bleiben, bei Mate. Dann habe ich halt bei Mate erstmal mein Album gemacht. Das Album steht doch da, super Ding. Immer noch unausgepackt. Ein legendäres Ding. Und dann bin ich halt nachhinein, hört man jetzt noch weiter. Und parallel war Fokus, war Ike in Five in der Hit, das Wort vergessen. Doch Mate dafür zu hassen, wäre unverschämt. Ganz egal wie schwer die Zeit, ich scheiß nicht auf mein Fundament. Doch das einst so hellste Licht, was damals auf der Bühne stand, wurde im Hintergrund zertrampelt, bis die letzte Birne brach. Denn hast du als ein Sieger nicht die größte Hörerschaft, schweigen sie dich alle tot, als hättest du nie Return gebracht. Wo jede Fotze dachte, dass man mich zerstören kann, hat Gott sei Dank dann Cashmo für mich eine offene Tür gehabt. Erkannte mein Talent, ich scheiß auf die Verträge. Endlich gab es einen Menschen, der mir half aus all dem Dreck voller Verrat und falschen Händen hat gesagt, hol dir den Hack und gab mir alles, was ich brauchte, um als Artist noch zu glänzen. Ich bin da und ich werd alles sprengen wie Dynamit. Fick den Rest der Industrie, ich bin back so wie noch nie. Denn mein Kopf gleich der gottverdammten Enzyklopädie und sag den ganzen Fotzen draußen, ich bin Rapper aus Prinzip. Denn das ist meine Liga, Nutte, ich brauch kein Hype, um mich einzugliedern. Bleib der Leader und sorg bei feigen Ratten für heißes Klima. Nein, nie wieder häng ich bei deinem Martina. Der weiße Tiger kommt und legt vor euch alle Stück für Stück auf der Reise nieder. Wahre Freundschaft wird mir dann mit der Zeit nur gezeigt von Dreamer. Keiner deiner Features und Writer kommt heute an. Mein Team kann alle scheitern, wenn sie die Seiten wechseln wie Geigenspieler. Heute weiß ich schon ein Cash, wo draußen wird Timey niemand. Ihr Kleinverdiener pusht weiter Packets in einem Beamer. Doch die Kohle kann man sich stecken, Bro, das sind leider Peanuts. Mein Bezirk bestand nur aus Snyder, die auf Parkei Perinja weiterhin behaupten, ich wäre nix ohne Icon-Leader, kleine Biester, um die man heute schon weiße Kreide ziehen kann, werden deiner Fleische beseitigt und morgen eingeliefert. Und weil wirklich jeder Junge, Fotze draußen scheiße Rap wissen, endlich alle draußen, Sunny ist bei Icon. Junge. Ja. Ey, es tut so gut, das Ding einfach mal, wie gesagt, jetzt hintereinander mit Beat und so zu hören, Alter.
Ja, ich bin gespannt, Mann. Ja. Ich bin einfach nur gespannt. Ey, dieses Ding war auch war ein Befreiungsschlag, weißt du? Ich wollte glaub unbedingt ich schreiben, weißt ja, du, weil ich war im Studio, ich habe jetzt viele melodische Dinger gemacht. Die Leute werden auch natürlich, damit man mir den Satz nicht drücken kann, dann gehe ich mit der Zeit, ich komme auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe dir auch schon das. Wir haben ja tatsächlich ein Projekt ist ja auch von uns, ne? Deinem Beat, das soll ja vielleicht auch die erste Single jetzt auch werden. Wir müssen das also jetzt ein bisschen gucken, wie wir das zeitlich verpacken, damit sich das mit gewissen anderen Projekten kombiniert. Ja, und mir war aber trotzdem wichtig, ich weiß noch, wir haben das, diesen Beat gehört, ich war bei Xandro, der hat den gebaut und ich so, boah. Ach, das ist von Xandro? Ja, der Beat ist auch von Xandro. Deswegen, so ein bisschen NF-mäßig, ja, ne? So dieses epische Aufbauen und so weiter. Er hat wieder angefangen mit seinen Piano-Akkorden da und danach ich so, komm, ich fang an. Danach hatte ich schon 8 Jahre. Boah, Xandro, nur Liebe, Alter, nur Liebe, Mann. Genau, dann haben wir das Ding gebaut und dann hat er auch gesagt, der so, guck mal, Sani, egal was für Musik wir jetzt gemacht haben, sei es melodisch, sei es auf Afro, sei es auf dieser Schiene, der so, wenn ich das hier mache und spiele Akkorde, bist du direkt da. Geil. Als ob du irgendwas in dir brodelt, du einfach abgefuckt bist. Irgendwas brennt da, das, ich merke. Aber ich finde, ihr harmoniert auch extrem gut. Ja, also wirklich, jedes Mal, wenn du mir im Nachhinein sagst, so, ja, Xandro war dabei oder ne, und ja, irgendwas ist da, was bei euch sehr, sehr gut funktioniert. Ja, das ist krass. Einfach dieses musikalische Verständnis, der ist ja auch, er feiert halt genau das, was ich da auch mache mit diesem Rap-Ding. Ja. Ey, was sagst du? Stimmt, ich habe das jetzt auf TikTok öfter mal gesehen. Die Leute kritisieren gerne die Jury, das ist nichts Neues. Also jetzt bei BZ und Emre. Mhm. So, aber ich habe jetzt also wirklich oft gesehen, dass auch Xandro hart kritisiert wird. So von wegen, oh, der weiß ja nicht mal, was ein Doppelreim ist. Boah, wirklich, wirklich, sowas lese ich die ganze Zeit. Ey. Und dann denke ich mir so, Digga, aber er ist doch im Endeffekt der Engineer. Mag sein, dass er vielleicht keine Ahnung hat, wie man es nennt oder was aus der Reimstruktur oder so. Aber also, er ist ja der Engineer. Also ich sag mal so, jeder hat, glaube ich, von der Jury so seine Aufgabe für den Fokus, wer am meisten auf die Attitude guckt und hin und her. BZ ist auch ein Fetisch, was auch pure Rapper angeht, auch wenn er jetzt viel melodisch da mal bewertet hat, aber ich weiß auch, dass er ein Herz für Rapper hat. So. Ah, okay. Aber ein Xandro, also wenn du mit ihm zusammenarbeitest, der hat so viel Knowledge, ey, der hat nicht umsonst, heißt nicht umsonst, 16 Jahre für die Leute, er ist wirklich stimmt, 16 Jahre. Stimmt, das war ja, Business. Stimmt. Ich zeig Xandro Cashmo so, die lernen sich kennen, Cashmo auch, ey, der Junge ist super, der ist brutal. Der so, geil. Egal wo du aufgenommen hast oder wie auch immer, der so bei Dingen machst die besten Dinger. Machst die so, besten Sachen. Danach nehme ich den Jascha, an dem Tag war auch Jascha da, den habe ich da seine Bewerbung aufnehmen lassen. Und ich habe die mal so 10 Minuten im Raum gelassen, Xandro und den. So, weil ich musste meine rauchen und auch Jascha dann, ne, nachdem wir dann zurückgefahren sind, als wir das alles abgedreht haben, meinte auch der so, ich will nirgendwo anders mehr aufnehmen. Krass. Der so, jetzt weiß ich, was du meinst, wenn wir in dem und dem und dem Studio waren, der so, dass du zu Xandro willst. Auch Xandro, der hat auch... Aber der musste das, glaube ich, auch jetzt... Ist der von Staffel 1 ab dabei? Weißt du das? So? Ja. Weil dann hat er das ja... Boah, dann hat er ja eine Erfahrung, Alter. Ja, der ist Staffel 1, der war so... Also ich muss auch sagen, Colin hat mit Xandro Glückstreffer. So, Wahnsinn. Ne? Du musst mal einen Engineer finden, der mit halt erstmal durch diese Scheiße geht, so ein Projekt aufzubauen. Ja. Icon 1, sage ich mal, ist jetzt nicht gefloppt, aber es hat halt einfach nicht gereicht, weil es war regional. Ja, ja, klar. Icon 2 auch. Icon 3 war Glück mit Shank on Me, dass da ein Ding ist, was mal richtig geknallt hat. So, und hat noch so vereinzelte kleine Clips. Und dann Icon 4 war erst der Start. Krass. So, ich kenne noch die Zeiten, wo Xandro, Alter, der hat noch parallel gejobbt auf 450-Euro-Basis. Ach was. Und hat dann parallel dann noch abgemischt und hin und her. Boah, freut mich, dass er jetzt wahrscheinlich davon leben kann. Ey, also, Icon 4, die Zahlen sind nach oben geschossen. So, und Xandro war der Letzte, der gesagt hat, ey, die Zahlen sind jetzt da, ich mische jetzt aber hier, Colin, gib mal Geld. Ja, und das ist so familiär da und jetzt geht Xandro auch finanziell sehr, sehr gut. Das freut so, der mich, hat sich da ordentlich reingehangen, der ist 24-7, Alter, in dem Studio. Der ist ja durchgehend im Studio. Er würde auch gerne mal selber nochmal ein Lied machen oder irgendwas. Ah. Und das ist so ein Wunsch für mich, ich möchte eines Tages auch mal einfach mal vorbeikommen, gar nicht für mich, sondern ey, wir setzen uns jetzt wir mal setzen uns hin, wir machen zusammen. Für dich, Mann. Weißt du? So, okay. Der ist immer mit Herz dabei. So. Ich glaube, wenn Icon irgendwann nach Icon 38 aufgehört hat, dann werden wir uns auf jeden Fall mal so auch musikalisch zusammensetzen, weil der hat eine brutale Stimme und auch seine, der hat immer coole Texte, auch mit Reimen, der ist auch so ein Vergleichfetischist, so, weißt du? Ah. Also Xandro haten um Gott, also der hat den Schuss nicht gehört, wenn Xandro hatet. Okay, das wollte ich mal klären. Ja, also das ist absoluter Schwachsinn. Der ist der, also einer der... Ja, der Internet ist halt sehr... Langjähriger Drahtzieher bei Icon. Und wenn es, nur weil er dann der Reaction jetzt in der Villa nicht sitzt und so macht. Und das habe ich auch gelesen oft. So, warum bewegt er sich nicht? Und so, aber soll ich mal ganz ehrlich sein, so die wenigsten Producer, die ich kennengelernt habe, machen Party währenddessen. Oder, oder so. Ja. Habe ich noch nicht erlebt. Alter, ich hatte damals. Also das ist einfach. Ich hatte auch damals in meiner Region einen Produzent, das war so die Anfänge, der hatte auch schon was auf dem Kasten. Ja.
Und ich weiß noch, wenn ich mal so bei so Home-Studios war, wo man gesagt hat, Sonntag nicht so laut rappen, dann war das immer so, boah, du bist der Beste und da und da. Und danach rappe ich das voll tight ein und ich guck so den Produzenten an, ich so, gib mir jetzt meinen Hacksack. Ich war das nicht gewöhnt. Ja. Und der so, als ob das ein ganz normaler Song ist und dann am Ende sagt er, ist aber schon ein schon gutes gut, Ding. Ne? Ist schon hart, ne? Ist schon gutes Ding. Und danach aber du so emotionslos halt. Drei Stunden sitzt du da so und das ist so der Boss, so, der macht jetzt, der zaubert deinen Müll zu Magie und du sitzt da und beobachtest den, dann ist schon gutes Ding. So. Das ist geil, Alter. Produzenten sind die wichtigsten in unserer, also wirklich, wir Rapper, was sind wir ohne Produzenten? Guck mal, wie das klingt im Nachhinein, Alter. Ey, wie jeder viel, Song roh, alter Müll. Stimmt, gerade heutzutage, man merkt es aber auch, die sind fast schon wichtiger geworden als der ein oder andere Künstler, muss man sagen. Ne? Ja. Also bei vielen Künstlern denke ich mir so, ja, das wird vielleicht irgendwann relativ leicht ersetzbar sein. Du hörst auch bei manchen Künstlern, wenn die nicht da immer waren, wo sie ihre... Das hatte ich bei Kollega. Ich habe die Krise gekriegt, Alter. Gefühlt jedes Album bei einem anderen Engineer. Ja, ne? Ich habe die Krise gekriegt, Mann. Immer klingt, ich weiß nicht, also um Gott, ich möchte keinen Produzent da... Ja, aber es klang einfach immer manchmal anders. Manchmal klingt es einfach auch so, als würde er in so einer Plastikdose rein. Richtig, also, Das war nicht dieses, also das letzte Mal, wo der geil geklungen hat, also CRT4, boah, crispy clean, boah, krieg ich Gänsehaut, wenn ich CRT4 sage. Ja, wir verquatschen uns hier so. Und damit ist es offiziell. Die letzte Line, war das wie so eine Comeback-Ankündigung? Am Ende des Tages jeder das raushören, was raushören möchte, so. Fakt ist, wenn ich komme, wird zersägt. Sonny, ich möchte mich einmal ganz herzlich bedanken, dass du dir den Weg hier rausgemacht hast und die Zeit für uns genommen hast. Und voll kaputt, ich bin schon wieder am Schwitzen. Bruder, ich wollte gerade eben sagen, du kommst sehr nervös rüber, muss ich sagen. Ja, das war so. Du bist hier viel entspannter, ja, viel lockerer. Das war auch, wir hatten da viele Gespräche und das war, was heißt nervös, also... Man muss halt gucken, es bedeutet halt wieder was, weißt du, was ich meine? So, es ist ja nicht so, du sitzt jetzt hier zum Beispiel, das ist ja jetzt keine große Bedeutung im Sinne von, ne, für die Karriere. So, aber wenn du da bist, ist halt schon wieder, ne, Ich habe ja auch Pläne, so, und ich weiß, ich muss gucken, wie ich manche Dinge formuliere und nicht, dass ich mir selber ins Knie schieße, weil ich habe Pläne und die darf ich nicht selber durchkreuzen. Ich muss ganz genau wissen, wie ich was sage. Das hat also alles einen Plan, so, weißt du? Und dann sitze ich da, ich so, boah, Alter, verlaber dich nicht. Und wir hatten Kameraprobleme und ich war auch müde. Ich bin total müde, da auch schon angekommen, so voll verschwitzt. So, und das war einfach alles. Aber wir haben es geschafft. Alles zusammen. So. Alles zusammen, alles zusammen. Passiert. Wer weiß, vielleicht sehen wir nochmal eine andere Seite von San Andreas dieses Jahr. Ja, Jungs, dann würde ich sagen, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema und zwar Icon 6. Dieses Jahr werden wir strenger sein. Das müssen alle Künstler da draußen verstehen. Ob es jetzt Verträge sind oder generell das Gefährden der Show, wird dieses Jahr absolut nicht geduldet. Ja, das besser heißt, so, Alter. Die Verträge sind genauso wie beim letzten Jahr fair 50-50 Split für uns und den Künstler. Und das heißt, es wird auch keine andere Verhandlung mehr geben. Der Vertrag ist der Vertrag, einmal unterschrieben, so ist es richtig dann so. Mit außen fertig. Und die Bedingungen und Inhalte des Vertrags wurden ja dieses Jahr wirklich etwas strenger festgelegt, einfach nur, um die Show vernünftig und professionell über die Bühne bringen zu können dieses Jahr. Muss man und um leider Diskussionen machen, ne? Und auch Einwänden aus Punkt. Dem Weg zu gehen. Und falls es Künstler gibt, die sich an die Regeln der Show nicht halten, werden diese konsequent bestraft und im Vertrag sind auch Vertragsstrafen festgehalten mit der anschließenden Disqualifizierung vom Turnier. Und dieses Jahr werden wir sollte als Team selbstverständlich auch kühler sein. Ne? Wir werden nicht mehr so auf Kumpelbasis mit den Künstlern unterwegs sein und sagen, hey Bro, was geht? Sondern wir behalten einfach eine professionelle Distanz. Außerhalb des Turniers können wir natürlich cool sein, wie wir wollen mit Safe, den ganzen Künstlern, aber innerhalb des Turnieres wird es diese Kumpelbasis nicht mehr geben. Finde ich wichtig. Das heißt, für die Künstler da draußen, stellt euch schon mal darauf ein, dass es einfach eine gewisse Distanz gibt. Jetzt gerade, wo wir beim Thema Distanz sind, wir werden dieses Jahr auch keine Anrufe mehr entgegennehmen oder auch schreiben von Managern oder sonstiges. Ach so. Unsere Ansprechpartner während der Show sind die Künstler und wir werden nicht in Telefonaten diskutieren mit irgendwelchen Managern. Ja. Und das ist oder Rücken wahrscheinlich das auch noch. Das ist aber auch lästig, Alter. Ja, und Rücken wahrscheinlich auch noch, ne? Manager. Gerade heutzutage, Alter. Wenn ich schon das Wort Manager höre, ich kann mich strahlen kotzen, ich schwöre. Boah, da hat man auch, glaube ich, keinen Spaß mehr. Guck mal, das Ding ist halt, du musst dir überlegen, so sagen wir mal die vier Leute, ich weiß nicht, wie viele noch im Hintergrund sind oder so, ne? Aber stell mal vor, du musst dich einfach um jeden Furz-Scheiß-Kack kümmern. Ich habe ja auch viel im Hintergrund mitbekommen, was da abging. Dann auch. Ey, so von wegen, ich habe kein Wasser mehr, ich habe kein Klopapier mehr, Alter. Ja. Stell dir das einfach vor, ich würde die Krise kriegen, Mann. Absolut ich würde die absolute Krise kriegen. Ja, deswegen dieses Management,
also ich verstehe, ey, und am Ende des Tages wirklich, ne, der Mate-Vertrag ist so fair, also das ist so ein knallharter 50-50 fairer, ist absolut. Wie fair ist das bitte? Gerade, weil die mit ihrer Reichweite reinkommen. Und auch noch dann ohne Recoupment, sag ich mal, weißt du? So, du bist da in der Folge und wenn du den Song performt hast, du musst es nicht recoupen, weil es ist, ja, gehört jetzt zum Turnier. Richtig, das heißt, richtig. Du kannst direkt 45% oder 50% absahnen davon, ja, so ohne dass, ja, da irgendwo, dass du deinen Finger bewegen, ja, musst, ja, außer, ja, am Mikro, ja, stehen und rappen. Und es ist halt einfach ganz ehrlich, je mehr Prozente die Künstler auch bekommen, desto besser ist es auch für sich selber, Werbung dafür zu machen. Ja, das guck mal, Digga, wie wenig Leute sind motiviert, irgendwas zu machen, weil sie einfach nur ein Album rausbringen, weil sie Vertrag, ja, zum Beispiel bei einem Label ablaufen lassen wollen. Ja. So, die machen nichts dafür, gar, ja, nichts, so, weißt du? Und jetzt sind sie motiviert, sag ich, ja, mal, auch da mehr für zu machen. Ne? Ja. Klar. Mich für alle Künstler. Egal, ob der Künstler gesigned ist, ja, oder nicht. Dementsprechend, wenn ihr trotzdem Fragen oder irgendwelche Anlässe habt, haben wir eine E-Mail parat gestellt, wo ihr unseren Vertrieb kontaktieren könnt. Und ja, man merkt, es wird langsam professioneller. Okay, jetzt haben wir ziemlich viele Infos an die Zuschauer da draußen gegeben, aber jetzt kommen wir mal zu etwas Interessantem. Wie ungefähr kann man sich die erste Runde von Icon vorstellen? Haben wir uns da was Spezielles überlegt? Haben wir uns da spezielle Locations oder auch Challenges, okay, überlegt? Willst du ein bisschen was darüber sagen? Darf ich es sagen? Darf ich? Also ich kann nur. Wir werden ich schwöre, der ist ein kleiner Psychopath. Das ist aber auch sein. Der ist so, weil das ist so paradox, er ist total lieb, aber hat voll die teuflischen Ideen. So deswegen so, ich bin gespannt, was da jetzt kommt, weißt du? Ja, das ist einfach, ja, ein kleiner Teufel, was so Fitner, Mitner, so unter Künstlern. Ja, hat. Das hat man aber auch das schon gesehen. Sehe ich wieder, was der da vorhat. Ja, wie, ja, der sich wieder freut. Das heißt, je glücklicher der ist, desto schlimmer wird die Staffel. Wird so, für die Künstler und so, ne? Aber für die unterhaltsam wahrscheinlich. Ja. Künstler vor Gewinn. Stars ist eigentlich tun. Und Stars ist ein gutes Sprichwort, denn Künstler, die zu Icon kommen, werden zu Stars. Verpasst also nicht eure Chance. Ihr habt bis zum 31. Zeit. Sendet eure Bewerbungen ein und wir sehen uns dann nur noch diesen Monat bei Icon 6. Aber eine Sache möchte ich liegen. Ist mir auch scheißegal, was ich jetzt davon hält. Tu es. Wir werden auf jeden Fall mit allen Künstlern... Tu es! Tu es! Tu es! Was wird der? Ich hab's nicht verstanden. Druck. Und okay, das kenne ich. Das kennen wir. Ist da noch was? Nee, Digi. Ey, ich hab Bock drauf. Also wenn sie Ende März, sag ich mal, läuft's aus. Mhm. Boah, ich schätze mal, die müssen das im Sommer füllen. Aber dann kommt's wieder im Winter raus, Alter. Ich hoffe, dass die das schneller machen dieses Jahr. Ich weiß, du darfst nichts, ne? Oder sonst was so, ja, ich hoffe einfach, dass es diesmal ein bisschen, sag ich mal, anders wird im Sinne von, dass die Sommer jetzt nicht im Winter rauskommen, weißt du? Ich meine, es hat funktioniert. Ist trotzdem, aber es könnte natürlich, aber ich meine, es könnte einen geileren Vibe haben. So, richtig. Weißt du, im Sommer richtig. Ich drauf ab. Richtig. Geile Woche. Alter, ich schwöre, ich sag jetzt eine Geschichte. Als ich Krankenwagen rausgehauen habe, mit Dorian, ja, ich wusste ja irgendwie, dass es ein Hit ist. Ich, ja, wusste das. Ich habe mir zu der Zeit noch, weil ich nicht wusste, wie sicher die Zukunft ist, bin ich nach meinem Sieg bei Icon, das war ja aber noch nicht ausgestrahlt, bin ich dann in der Ausbildung gegangen. Ich bin da so die ganze Zeit am Arbeiten und ich wusste, heute kommt die Folge raus, wo Krankenwagen auch kommt. Ja, ja, ja. Ich schwöre, ich so, du darfst nur nicht sterben. Ich war so glücklich, ich so, Alter, ich guck die ganze Zeit, ich hab keinen Bock mehr, ich so, ich darf nur nicht sterben. Ja. Ich bin noch nie so sicher nach Hause gegangen, Alter, weil ich diesen Moment nicht verpassen wollte, weil ich wusste, da passiert heute was. Boah. Und was, das wird irgendwas ändern. Ja. Und genau so hatte ich das auch mit Return im Finale. Ja. Und ich dachte, boah, bloß nicht sterben, heute kommt eigentlich... Bloß nicht sterben allein, Alter. Hoffentlich kann's richtig, also heute kann's richtig knallen, so, wo du denkst, boah, da habe ich einen großen Step gemacht. So, weißt du, das boah, war so. Das hat mich so richtig gefreut und glaub glücklich ich dir, gemacht. Glaube ich so, dir, weißt ja, natürlich, klar. Und gerade wenn man darauf wartet, weil man weiß einfach für, ja, sich selber so, ey, das ist, ja, wichtig, das ist das Geilste, was ich gemacht habe. Das war so, wirklich so, ey, ich hatte diesen Moment schon lange nicht mehr so, boah, vorsichtig sein und so, voll, mit alle voll, bloß nicht über Fuß fahren lassen, so eine Palette oder so. Allein schon. Entspannt. Ich höre entspannt. Und das Geile ist, es war im Juni, Juli so, weißt, ja, du, so August. Ja. Alter, das hat so, boah, das hat geknallt von der Hitze auch, boah, her. Wollte ich gerade sagen. Die Saison, ja, rauskam, schön so, im Sommer. Ey, das war stark, Alter. Ey, ich hoffe, dass sie das dieses Jahr auch machen, Mann.